Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe gerade wieder mal einen super Bericht von unserem werten Herrn Spahn gesehen. Und der Mann glänzt mit medizinischem Fachunwissen. Also von wegen hier mit den Schnelltests. Muss ja nicht alles der Bund machen und nicht alles die Länder machen. Das kann man ja auch selbst organisieren. Die lustigsten Aussagen kommen dann danach. Von wegen, ja, die Restaurants könnten dann ja ein Zelt hinstellen. Dann könnte man ja da schon das erste Getränk zu sich nehmen und man könnte dann währenddessen den Schnelltest machen. Infektionsgefahr? Vollkommen vergessen? So, reine Frage am Rande. Stellt euch mal vor, man geht mit 5 Mann in ein Restaurant, wenn das erlaubt ist. Die 5 machen Schnelltest und einer schlägt positiv an. 5 Leute in Quarantäne, weil sie schön gemeinsam Getränk getrunken haben und natürlich beim Trinken die Maske runtergenommen haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich finde es langsam einfach nur noch lächerlich, was dieser Mann macht. Also, das kann man auch nicht mehr ernst nehmen, was der von sich gibt. Also, ich weiß auch nicht, wie der auf solche Gedanken kommt. Er scheint absolut null Wissen über die Infektionswege und Ähnliches zu haben. Also anders, liebe Leute, kann ich das echt nicht mehr deuten. Oder er will den Preis für die Politclown des Jahres haben, ich weiß es nicht. Wobei, da haben wir ja noch jemanden anderen, der ein sehr guter Kandidat dazu ist, der ja im Moment auch wieder die dritte Welle am Voraussagen ist. Leute, was soll man dazu noch sagen? Außer, es ist einfach nur noch lächerlich. Es ist nur noch mit den Wörtern lächerlich zu bezeichnen. Also solche Aussagen zu tätigen, als jemand, der Gesundheitsminister ist, der somit zumindest ein Grundverständnis haben sollte. Was kann ich dazu nicht sagen, Leute? In dem Sinne, meine Lieben, liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Genauso über neue Abonnenten. Und in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich. Ich suche einen Clip raus, wo ich diese Aussagen, wo die Aussagen von Spahn da zu sehen sind, dass ich euch ihn hier drunter noch verlinken kann. Und in dem Sinne, meine Lieben, einen schönen Tag euch noch.